Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Bevor ich mit den offiziellen Präliminarien und der Begrüßung anfange, möchte ich darauf hinweisen, dass wir Übersetzung zwischen Deutsch und Englisch haben. Und wenn Sie sich ein Mikrofon besorgen, dann können Sie jeweils in der anderen Sprache teilhaben. Ich beginne diese mit der Begrüßung auf Deutsch. So I hope that everyone who is English speaking would have headphones. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen, liebe Mitglieder des Deutschen Bundestages, des Europaparlaments, Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien, verehrte Exzellenzen. Dies ist die 19. Außen- und Sicherheitspolitische Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung und sie findet statt in Kooperation mit dem ECFR und ich danke sehr für die angenehme Kooperation und ich denke, dass wir sehr viel davon profitieren werden. Als wir im Sommer 2017 beschlossen, die asiatisch-pazifische Region in den Fokus zu rücken, war abzusehen, dass die Sicherheitslage das Potenzial zur Eskalation birgt. Als ich im Spätsommer letztes Jahr in Washington war, stand die Kriegsgefahr real im Raum. Zu Beginn des Jahres 2018 schien die Krise dann zeitweilig zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea außer Kontrolle zu geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sich wochenlang mit immer neuen Drohungen gegenseitig überzogen hatten. Man werde Pyongyang eine blutige Nase schlagen. Das war damals noch eine der vergleichsweise harmloseren Verlautbarungen aus dem Weißen Haus. Immer unter Verweis auf ein sehr viel größeres Atomarsenal drohte Trump den Nordkoreanern, ihr Land vollkommen zu zerstören, sollten sie es wagen, die Staaten anzugreifen. Zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges rückte ein Atomkrieg wieder in den Bereich des Möglichen. Doch einige Monate später, im April dieses wirklich unberechenbaren Jahres, wendete sich das Blatt erneut. Jetzt sprach man von einem Friedensvertrag und einer möglichen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, nachdem sich die Staatsführer Nord- und Südkoreas vollkommen überraschend an der Waffenstillstandslinie des 38. Breitengrades getroffen hatten. Nach dem historischen Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un vor 2 Wochen in Singapur sind die Karten wieder neu gemischt. Wir haben starke Bilder gesehen, ja. Sie erinnern an die Reise Nixons in die Volksrepublik China im Jahr 1972, die mit einem Schlag das Verhältnis zwischen Washington und Peking auf eine andere Stufe stellten und weitgehend zur Normalisierung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen beitrug. In Deutschland haben wir ja eine schon länger anhaltende Tradition des Vergleichs der beiden geteilten Länder, des geteilten Deutschlands und des geteilten Koreas, sodass der Handschlag zwischen den beiden Führern, Sie sehen das jetzt hier nicht auf den Screens, aber wenn Sie die Einladung anschauen, dann sehen Sie, dass wir das als Titelbild gewählt haben. Natürlich manch einer auch an den Besuch Erich Honeckers 1987 in Bonn erinnert, wo er vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit militärischen Ehren empfangen wurde. Und ich selber, die ich hinter dem Eisernen Vorhang, also von hier aus gesehen vor dem Eisernen Vorhang, aufgewachsen bin, gebe zu, dass als ich in Panmunjom an der Grenze stand, gedacht habe, jetzt stehst du auf der anderen Seite. Also dieses, dass einen das als Deutsche nicht unberührt lässt, an einer hermetischen Grenze zu stehen, das kann ich bestätigen. Und ich habe in Südkorea eine ganze Reihe Gespräche mit Menschen geführt, die mich gefragt haben, wie habt ihr das eigentlich gemacht mit den Kerzen und den Gebeten? Also diese Diskussionen sind in Deutschland durchaus üblich und im Gespräch mit Koreanern, mit Südkoreanern im Wesentlichen.
Die wirtschaftliche Zerrüttung scheint zwischen der DDR und Nordkorea vergleichbar zu sein. Aber die Menschenrechtslage, ich gehöre nicht zu den Menschen, die die Menschenrechtslage in der DDR beschönigen. Aber die scheint mir in Nordkorea weitaus kritischer zu sein. Und ich möchte hier meine Zweifel äußern, dass es genügt, einen Deal zum Thema Atomwaffen zu machen und die Unterdrückung, Internierung und Ermordung von Menschen in solchen Gesprächen zu ignorieren. Wir werden auch darüber zu sprechen haben. Faktisch verschafft uns natürlich die nordkoreanische Atomkrise gerade eine kurze Atempause. Dominieren die angespannten amerikanisch-chinesischen Beziehungen jetzt wieder die Schlagzeilen, insbesondere aufgrund der vielen Kontroversen um den bilateralen Handel. US-Regierung will chinesische Waren besteuern, das Pekinger Regime reagiert prompt mit Gegenzöllen. Falls Peking diese Zölle in Kraft setzt, droht Trump in noch viel umfassenderen Wirtschaftsmaßnahmen. Die Lage ist durchaus bedrohlich und einige Beobachterinnen und Beobachter sprechen von einem möglichen kommenden Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft und auch für Deutschland und Europa. Wir sind vulnerabel beim Funktionieren eines reibungslosen globalen Warenverkehrs. Unter diesem Vorzeichen kommt unsere diesjährige außenpolitische Jahrestagung zur Konfliktzone Fernost gerade zur richtigen Zeit. Auch weil sich im Windschatten der zwei manifesten Krisen rund um Nordkorea auf der einen Seite und die US-chinesischen Handelsstreitigkeiten auf der anderen Seite noch mindestens zwei weitere Konfrontationen abzeichnen, die mittelfristig auch militärisch ausgetragen werden könnten. Das eine ist die Frage nach dem zukünftigen Status Taiwans. Und das andere sind die maritimen Territorialstreitigkeiten im Ost- und Südchinesischen Meer. Diese außen- und sicherheitspolitische Tagung war immer ein Ort der kritischen Selbstüberprüfung und Selbstreflexion deutscher und europäischer Außenpolitik und ihrer Annahmen und Gewissheiten über internationale Politik. Und sie diente letztlich auch der Vergewisserung und der Schärfung unserer Überzeugungen, dass eine regelbasierte Ordnung, in der Verträge Geltung haben, am Ende für mehr Freiheit und Frieden sorgt, als die Ablösung eines starken Rechtssystems durch das Recht des Stärkeren. Stellt man den Fokus schärfer auf die asiatisch-pazifische Region, dann kommen auch Japan oder Südkorea in den Blick mit ihren strategischen Dilemmata als verunsicherte Alliierte der Vereinigten Staaten, die dem Erstarken Chinas und dem Zurückweichen Amerikas mit wachsender Sorge begegnen. Diese Sorgen teilen wir. Auch Trumps wiederholte Mahnung an Tokio und Seoul, sie müssten mehr für ihre eigene Sicherheit tun und könnten nicht nur Trittbrett fahren. Auch das kommt uns alles sehr bekannt vor. Unsere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist gerade in den Staaten. Und wie sieht Australien, eine westliche Demokratie mit starker sicherheitspolitischer Anbindung an die USA, seine Zukunft? Canberra betrachtet auch mit Argwohn die zunehmende chinesische Einflussnahme in inneraustralische Angelegenheiten, von den Universitäten bis in die Unternehmenswelt. Auch das ist uns in Europa nicht unbekannt, ein Thema, das auch wir intensiv beobachten und besprechen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass mit Rory Metcalf, einer der führenden australischen Analysten, für diese Frage zu uns gekommen ist und ich bin sicher, er wird Verbindungslinien aufzeigen, eine tiefe Problemanalyse liefern und hoffentlich, das ist immer so meine Hoffnung, die eine oder andere Silver Lining anbieten. Insofern verbindet diese Tagung 2018 unseren transatlantischen mit dem transpazifischen Blick. Es gibt in den Zeiten, in denen das westliche Wertemodell, die liberale Ordnung schwer erschüttert ist, eben keine einfachen Antworten. Chinas Aufstieg zur Weltmacht wird von vielen Staaten und Weltregionen als bedrohlich erlebt. Die Lage im Land wird hier als Gegenmodell zur liberalen Demokratie begriffen. Und wer gern in Szenarien denkt, wird sich diese Frage schon gestellt haben. Wie würde sich eine Pax Sinica von einer Pax Americana unterscheiden?
eine chinesische Wertordnung von einer amerikanischen. Um die chinesischen Perspektiven zu verstehen, freuen wir uns sehr, auch zwei Expertinnen und Experten aus China gewonnen zu haben. Professor Su wird gleich im Anschluss zu Ihnen sprechen. Was meint China, wenn es vom friedlichen Aufstieg spricht, vom chinesischen Traum? Ist dieser Traum mit den westlichen Werten von der Unteilbarkeit der Menschenrechte und der liberalen Demokratie vereinbar, mit unseren Vorstellungen von Glück, Gerechtigkeit, von Fairness, von Nachhaltigkeit? Diese Tagung wird auch über sicherheitspolitische Fragen sprechen. Die Zukunft der Weltordnung entscheidet sich nicht nur diesseits und jenseits des Atlantik. Damit haben wir schon alle Hände voll zu tun. Aber ganz entscheidend wird sie sich entscheiden in der im Moment geopolitisch heißesten Region der Erde, eben im asiatisch-pazifischen Raum. Hier finden wir die dynamischsten und wachstumsstärksten Volkswirtschaften. Aber wir beobachten hier ebenso die stärksten Aufrüstungstendenzen. Und hier können neue Rüstungswettläufe entstehen und politische Krisen auslösen, Territorialkonflikte verschärfen. Wir schauen zwar alle auf Nordkorea, wenn es um nukleare Szenarien geht, übersehen aber, dass zwischen Pakistan, Indien und China gerade der Grundstein für ein neues nukleares Wettrüsten in Asien gelegt wird. Alle drei Staaten diversifizieren ihre Nukleararsenale und arbeiten an neuen, zum Beispiel seegestützten Systemen und halten sich Optionen offen, wieder Nukleartests aufzunehmen. Was dann bedeutet, dass im Sicherheitsrat nicht nur über die nordkoreanischen Tests geredet werden muss, sondern auch über pakistanische, indische, chinesische Nukleartests. Diese Frage muss erlaubt sein, denn warum sonst verweigern Islamabad, Peking und Delhi ihre Unterschrift unter den umfassenden Teststoppvertrag? Etwas, was alle europäischen Staaten einschließlich der Atommächte durchaus geleistet haben. Und können wir sicher sein, dass Südkorea, Japan und Taiwan oder auch Australien nicht auch in unsicheren Zeiten wie diesen die nukleare Option ins Auge fassen? Wir wollen diese Fragen heute in der zweiten Runde mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten genauer in den Blick nehmen. Aber auch jenseits der nuklearen Optionen wird in der ostasiatisch-pazifischen Region stark aufgerüstet, insbesondere im Bereich von Seestreitkräften und Raketenabwehrsystemen. Auch das muss mit in diese Debatte. So, jetzt stehen wir am Anfang der Tagung und wir hoffen, das ist unser Wunsch mit dieser Tagung, den Berliner Blick zu weiten, hier im Kontext auf die europäische Debatte über die Veränderung des transatlantischen Verhältnisses und der multilateralen Weltordnung. Wir wollen gerne die Öffnung des Blickes in Richtung Fernost vorantreiben. Es wird uns beschäftigen, nicht nur in diesem Jahr, sondern in den nächsten. Und natürlich ist unsere Kernfrage dabei immer, was ist unser Platz in dieser Weltordnung und inwieweit ist sie unseren Gewissheiten entsprechend aufrechtzuerhalten und zu verändern im Sinne von Demokratie und Menschenrechten. Ich freue mich sehr auf diese Tagung und wünsche uns allen sehr viele Einsichten und übergebe jetzt an Almut Müller für die erste Runde. Vielen Dank. So, geh mal hoch, ne? Guten Tag, liebe Ellen Überscher, lieber Giorgio. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung an den ECFR, den European Council on Foreign Relations.
erneut als Juniorpartner mitzuwirken an der Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Das tun wir auch in diesem Jahr sehr, sehr gerne. Wir beschäftigen uns insbesondere in einem Team, von dem ich schon hier eine Reihe von Kollegen sehe, mit diesem Teil der Welt, mit unserem Asien- und China-Programm. Und das ist tatsächlich eines der wesentlichen Felder, auf dem wir arbeiten. Insofern war das jetzt eine ganz besonders schöne Gelegenheit, auch das in diesem Rahmen mit Ihnen hier zu tun. Es gibt zwischen dem European Council on Foreign Relations, der eine europäische Denkfabrik ist mit Büros, die natürlich nicht so zahlreich sind wie die der Heinrich-Böll-Stiftung, aber immerhin auch 7 Büros hat in EU-Hauptstädten. Und durch den Brexit bedingt ist das Berliner Büro noch mal ein Stück weit angewachsen und unsere Arbeit in Paris hat sich sehr intensiviert. Paris ist auch der Ort, an dem die wesentliche Analyse zu Asien und China passiert. Und das heißt, für uns ist das auch ein interessanter Moment des Übergangs. Es hat den Nachteil, dass wir uns verändert haben, dass wir nicht mehr so in der Nachbarschaft der Heinrich-Böll-Stiftung sitzen, wie das noch vor einiger Zeit war, nämlich drüben in der Reinhardtstraße, sondern jetzt ein bisschen mehr Platz unter den Linden haben. Aber wir sind natürlich trotzdem sehr gerne zu Ihnen gekommen und werden morgen dann mit der Kollegin Angela Stanzel und dem Kollegen Mathieu Duchâtel uns inhaltlich vor allen Dingen in die Fachdebatte einbringen. Was wir hier tun wollen, und Sie haben es aufgemacht, das Fenster ist tatsächlich einen Perspektivenwechsel mal zu machen und anzuschauen, was passiert eigentlich in dieser Region und was heißt das für China. Also wir haben eine chinesische Perspektive auf dieses Thema und natürlich die europäische Perspektive, die wir an dieser Stelle nicht vergessen dürfen. Wir wollen uns mit dem Thema in den nächsten 1,5 Stunden asiatisch-pazifische Sicherheit, Chinas Traum und America First beschäftigen. Ich werde gleich ganz kurz ein bisschen Englisch sprechen und dann aber wieder ins Deutsche gehen. Wir werden hier kurz unsere Gäste auf dem Podium, die ich in einem Augenblick noch mal vorstelle, mit kurzen Impulsen hören, werden uns kurz hier nochmal miteinander verständigen, uns vielleicht behakeln, sozusagen für die Produktivität der Debatte sorgen, indem wir vielleicht auch einmal ein bisschen zuspitzen. Und dann sind Sie wie immer und ihr herzlich eingeladen. Es werden Mikrofone im Raum sein und da sind Fragen. Wie immer gerne in der Kürze liegt die Würze, in der Zuspitzung haben wir möglichst viel Raum für möglichst viele Fragen. Gerne auch kurze Kommentare, wenn sie kurz bleiben, dann ist das, glaube ich, spannend. Wir sind ja heute, wenn ich das richtig sehe, nicht nur in diesem Raum unterwegs, sondern auch im Livestream. Da werden sich sicherlich wieder einige reinschalten und anschauen und mithören wollen und vielleicht auch das eine oder andere über Twitter reinschicken, was sie so interessiert. Insofern glaube ich, dass wir eine ganz runde, 1,5-stündige Debatte hier haben werden. And what I would like to do briefly is to introduce a wonderful panel for you. We are very excited. It feels a bit funny to introduce you in this place, Reinhard Bütikofer. But of course, Reinhard Bütikofer, member of the European Parliament and the co-chair of the European Green Party, is a member of the Committee on Industry, Research and Energy, and a deputy member of the Committee on Foreign Affairs. He also serves as the vice chair of the European Parliament's Delegation for Relations with the People's Republic of China, as well as a member of the delegation to the United States and a deputy member of the ASEAN delegation. And of course, somebody who knows this part of the world very well as an expert in his own right. We are very happy that you are here. I would also like to warmly welcome Professor Zhou Qi. Professor Zhou is the Executive Director of the National Strategy Institute in Tsinghua University. And she worked in the Institute of American Studies as a full professor previously and director of department, and also in Fudan University as an associate professor. She studied at Fudan University and Johns Hopkins and earned her PhD at SAIS. And we just briefly talked prior to the podium. You did and do travel regularly also to the United States, and it's very, we're very grateful that you took the time to come here and took the travel to be with us to shed light on a Chinese perspective on the shifts that we are seeing in your part of the world.
Finally, and he will be the first that we will hear is Professor Rory Metcalf, somebody who has been as a diplomat, analyst, and teacher looking at this part of the world. And I'm sure many of you in the room will also know his analysis. Professor Metcalf commenced as the head of the National Security College in January 2015. In his professional background, you will find diplomacy, intelligence analysis, think tanks, and journalism. And most recently, he was the director of the International Security Program at the Lowy Institute for International Policy. That was up till 2015. Prior to that, worked as a senior strategic analyst with the Office of National Assessments. And when he was a diplomat, he had postings in New Delhi and as a consultant to Japan's foreign ministry. Has contributed to three landmark global reports on nuclear arms control. We're very happy that you also took the time to come here, to come to Europe. And Professor Metcalf, you will open with your contribution. Thank you. I'll speak from the podium if I may. Please. Thanks for that really generous introduction, and it's a real pleasure to be here. I've probably travelled about as far as anyone to be at this session this afternoon, but it's certainly worth the journey. I'm going to begin by, first thanking our hosts and particularly thanking the Heinrich Böll Stiftung for this event and for the fact that the focus is so heavily on Asia this year. I think that's very timely. But I'm also going to, in the next few minutes, gently challenge, I think, the entire conceptual basis of the session. So I hope that is appreciated in the spirit of debate. That is, I'm going to try to reframe the Asia-Pacific region as something else, as the Indo-Pacific region, and I'll explain why in a moment. And secondly, I'm going to challenge the idea that everything that matters of strategic significance in the region relates to the decisions of the United States and China. Of course, the US and China matter, but there is quite a big debate underway at the moment in the region, in the Indo-Pacific, about the multipolarity that is emerging in the region and the fact that there are many other countries that have interests, sensitivities, concerns, capabilities, and decisions that relate to the future of the region. So, just a few minutes about the Indo-Pacific and why it matters for global security, including for the interests and the decisions taken here in Europe, including in Germany. Now, as Chinese power rises across the broader Asian region and the world comes to terms with the anxieties related to Trump's America, it is easy to leap to some of these conclusions. Firstly, that we are seeing the end of the United States as the decisive strategic actor in Asia. And I admit that recent events in Singapore around North Korea diplomacy hasten some of those concerns. But a second conclusion is that the extension of China's influence across the region is automatically a kind of welcome and stabilising alternative to the United States. And the third false conclusion, I think, is that Europe can afford to pay only very modest attention to what occurs in a strategic sense in that other side of the world. So in questioning these three conclusions, I would introduce this idea of the Indo-Pacific as an alternative way of understanding what's happening in the Asian region. Now, this is, to some degree, a personal and an Australian perspective, but it resonates with an emerging debate in the Indo-Pacific region. So what is this Indo-Pacific concept that we're hearing about increasingly? Well, I think at its heart, it's about recognising that there's really one emerging strategic system in Asia, in maritime Asia, in the region that is centred on Southeast Asia. We're beginning to need to think about the Pacific and the Indian Ocean, East Asia and South Asia, as one interconnected strategic system and increasingly one interconnected diplomatic and economic system as well. And that means that the interests and behaviour of states in one part of this super region affect what occurs in other parts and have global consequences. And therefore, to some degree, the interests of European powers are increasingly involved. Now, if you look at China's own activity and decisions and behaviour in Asia, if you look at the so-called Belt and Road Initiative, which I'm sure we'll hear a lot about in the next 2 days, to some extent I would call that the Indo-Pacific with Chinese characteristics. And there's a
I guess, a contest at the moment of ideas in Asia about regional structures, regional architecture, regional organisations. And I think this is increasingly going to be a contest between the Belt and Road idea and the Indo-Pacific idea over the years. It is a contest that doesn't have to be a contest. There is scope to reconcile these two visions of the region. But that will involve a great degree of respect from the key powers, I guess, of the multipolarity of the region, the fact that the interests of so many other countries are engaged. Now, the Indo-Pacific idea is both, in my view, an emerging geopolitical and geographical definition of the region that we have known for many years as the Asia-Pacific, but it's also potentially the basis for a strategy of, if you like, moderating and balancing some of the less stabilising elements of Chinese power. And that's why I think there's some discomfort in China about this idea. So when I hear colleagues speak about this Indo-Pacific idea in Asia, it's becoming a kind of code for, I guess, the sovereign equality of nations, a rules-based order in the Asian region, and some degree of collective balancing activity. And this was made very clear at the recent Shangri-La dialogue in Singapore, where quite strikingly the Indo-Pacific framework was used by not only the United States and Australia, but Japan, India, Indonesia, Vietnam, France, really quite a long and diverse list of countries. So a few comments, I guess, about China in the Indo-Pacific, and then I'll come to some closing thoughts about what this means for other countries, including Australia, including Germany as well. Now, as I've said, it's ironic in some ways that China is uncomfortable with this emerging Indo-Pacific way of defining the Asian region, because it's China's own interests and China's own behaviour and actions that have really transformed the shape of the region. Chinese dependence on the Indian Ocean for its energy security, the oil supply line from Africa and the Middle East, the now permanent presence of the Chinese Navy in the Indian Ocean, the fact that China has established its first military base overseas at Djibouti, and there are indications that this will be the first of a number of overseas military bases in the Asian region, the quasi-colonial characteristics of some elements of China's activity in the Indian Ocean region, in Maldives, in Sri Lanka, in Pakistan and elsewhere. And of course, the growing expectations, and this is, I guess, understandable at one level, but the growing expectations among the Chinese public that China and its security apparatus will be there to help them when they get in trouble elsewhere in the Indo-Pacific region. All these elements, in my view, have hastened this new connectedness of the Indo-Pacific, and of course have caused, I guess, anxieties among many of the other regional countries that are bringing about a kind of balancing behaviour that, of course, in turn is causing anxieties in Beijing. Now, from my perspective and from an Australian perspective, Australia is a middle power, as a country that really benefits from a rules-based regional order where, I guess, where sheer strategic weight is not going to be the important factor in winning the day. From Australia's point of view, regardless of whether Chinese power continues to grow in the region or whether China faces its own troubles in time, there are good arguments for the middle powers in the Indo-Pacific to do more to cooperate, to try and moderate the risks that come with Chinese power in the region and the uncertainties that Donald Trump's America is, I guess, causing in many of our minds. The good news, in my view, is that the Indo-Pacific is, by definition, a region that is too large for hegemony, whether it's American hegemony, whether it's Chinese hegemony, whether it's anyone's hegemony. So that's an important factor. The narrative, I guess, the strategic narrative in the Indo-Pacific is not only about the United States and China, despite these being obviously the two strongest powers in the region. It's important to remember that so many other players have interests at stake in this region that is, I think, the emerging global centre of economic and strategic gravity. So we should think as well about, for example, India,
about Japan, about indeed Russia, Indonesia, Australia, many of the smaller middle regional powers as well. Southeast Asia, and we heard mention of the South China Sea in the opening remarks, is very much at the centre of this regional construct. And Southeast Asia, with its association of Southeast Asian nations, the nucleus of what could be a more durable regional security architecture, is right at the centre of this regional construct. And indeed, the international waters, the international sea lanes of the South China Sea are at the centre of this more dynamic, larger regional construct. So, to wrap up, because I know we want to leave some time for a dynamic conversation about these issues, from an Australian perspective, you know, we see the world, I guess, somewhat differently to the set of priorities here in Europe. From an Australia perspective, the Indo-Pacific is literally our place in the world, literally our region. Australia, of course, is a two, or if you like, three ocean country, the Indian, the Pacific and the Southern Ocean. It's also, though, really, in a sense, the global region, the most globally connected region, given that so much of the global economy depends on the commerce in the sea lanes of the Indian Ocean and the Pacific. And of course, the rise of China, and in its time, India as well, as a great trading power, will have global consequences. So this Indo-Pacific idea is both, a definition of the region, but also the basis for a strategy that privileges collective action, privileges a rules-based order, and privileges the sovereign equality of nations. What does this matter for the rest of us, for Europe? Well, if you think about it, particularly if you look at the Indian Ocean, which in many ways is the global ocean, many of the stakeholders in the security of the Indian Ocean are not resident in the Indian Ocean. Just think of the diversity of countries that have sent forces over the years to manage the problem of Somali piracy. The Indo-Pacific idea legitimises and facilitates cooperation by a wider range of countries in this globally central region. And so there is something of a silver lining, I think, as promised, in defining the region in this way. It makes the problems of the Indo-Pacific region really everyone's business and legitimises a greater role for Europe in contributing to a rules-based management of the problems in that region. The Indo-Pacific idea also can be the basis for new models of cooperation. So many of the countries that were American or are American allies and partners in the region have traditionally mediated all of their behaviour through the so-called hub and spokes model, through cooperation bilaterally with the United States, but having very little to do with one another. The Indo-Pacific idea really opens the way to, I guess, a more independent set of foreign policy arrangements for those countries, like Australia, like Japan, so that we can increasingly cooperate with one another, as well as in new arrangements with the United States, in trilaterals, quadrilaterals, and so forth. And finally, the Indo-Pacific idea, I think, legitimises a greater European role in regional security in Asia. Indeed, one of the most significant speeches on this year was by French President Macron in Sydney earlier this year, where he called for India, Australia and France to cooperate much more closely in the Pacific and Indian Ocean regions. So, to conclude, implications, I guess, from a German perspective, I think we should bear in mind that Germany's own very deep economic engagement will continue to grow with countries in the Indo-Pacific region, and that Germany's leadership in terms of rules and values in the international order will be increasingly looked to by countries in the Indo-Pacific region, where in its own way, the rules-based order is under strain. We can speak perhaps during the question and answer session about some of the examples of those strains. But countries like Australia will increasingly look, I believe, to Germany for solidarity and partnership on issues about a rules-based order in the Indo-Pacific, about sovereignty, about resisting foreign interference and influence. And it will be important from our perspective in Australia to understand
the German and the wider European debate about whether in fact the Asia-Pacific, the Indo-Pacific region is seen purely or primarily through a commercial lens, or whether in fact the strategic tensions in the region are recognised as being an area where Germany needs to play a greater diplomatic role as well. Finally, I would emphasise that asserting this Indo-Pacific idea does not necessarily mean that countries like Australia automatically support every decision or every disruption that comes from Trump's America. There are great debates in the United States at the moment about the future of the region and the future of US foreign policy, but I think it's important that the voices of the multipolarity of Asia, of the Indo-Pacific, are heard increasingly in Washington in those debates. I might leave it there just to end with the observation that despite the challenges and the problems that are very apparent here in the security future of Europe and in this part of the world, it's my, I guess, anticipation that what happens in the Indo-Pacific will be increasingly important to the global future, the future of Europe, not only the short-term challenges of managing tensions on the Korean Peninsula, but the much longer-term challenge, the fundamental question as to whether we are looking towards a China-centric regional order, which I anticipate will, I guess, cause all sorts of difficulties and anxieties with other countries in the Indo-Pacific, or whether we can find a way of incorporating China's interests in ways that also respect the interests and the equal sovereignty of others in the Indo-Pacific. And I think that will be the big question for peace and stability in the years ahead. So thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much, Rory Metcalf. It's always good to start with the challenge of the framing. So Indo-Pacific rather than Asia-Pacific, and then you made a number of points that we will return to. But zunächst werden wir mit Professor Joe. Will, as you wish, if you want to stay here, please stay here. Otherwise... Okay, please, absolutely, yes. We asked Professor Zhou to talk about, from the perspective of China, on the Chinese-US sort of strategy games and what that means for bilateral relations. I just skipped through a new publication by our Asia team, which was in fact published just today, which looks at the Chinese debate on Donald Trump. Mm-hmm. And as much as we see an excitement here still, of course, where the President of the United States and is also his envoy to Berlin, it's really quite disturbing for what we have seen. My reading was that in China that is different, but of course you have the chance to take the wider perspective as well. Professor Zhou, thank you very much for coming. Thank you. And thanks for the foundation. It's really a great honor to be invited to give a presentation here in such an important conference. Here, I like to make 3 points. The first one is Trump's anti-globalization agenda erodes the basis of Sino-American relations. Since the end of the war, end of the Cold War, for a decade or so, the US policy toward China has been quite ambiguous, swinging either between containment and engagement or pursuing containment plus engagement. After Robert Zulik, the US Deputy Secretary of State, proposed to make China a stakeholder in June 2006, U.S. policy toward China has basically been based on competition and cooperation. In the past, the U.S. has been understood that in the area of globalization, it needs to cooperate with China in order to be able to deal with the global issues. President Obama repeatedly stated this view. However, with China's fast economic development and increasing military strength, and with China's growing diplomatic efforts, such as the Belt and Road Initiative, and those voices in the US that view China as a threat has become louder by day. Today, American policy toward China is no longer balanced between
competition and cooperation, but tilting towards the former. Trump's American First, we are very familiar with this slogan. This policy implies a stance against globalization, emphasizing American trade first, American employment first, and American economy first. It is based on the belief that more exports and less imports are a sign of a healthy national economy, and it views international trade as a zero-sum game. Trump is pursuing towards protectionism. He is trying to bring American companies' investment back home, block immigration, and has withdrawn from Paris Climate Agreement. Also, he is trying to negotiate multilateral and bilateral agreements in order to get a deal that is more favorable for the U.S. All these actions express an anti-globalization sentiment, and Trump's implementation of his American First policy causes the U.S. to break international order, international rule of trade, which may cause a turmoil in the international economic order. Anti-globalization has narrowed down the foundation for a cooperation and increased the competition in Central-American relations. The 2017 U.S. National Security Strategy Report states that interstate strategic competition, not terrorism, is now the premier concern in the U.S. national security. In this report, as well as in the 2018 military strategy report, both China and Russia are seen as revisionists and are named as the U.S. largest strategic competitors. It seems that in the mind of Trump's administration, the only remaining field for cooperation between the two countries is non-proliferation, which leads to the question whether cooperation concerning nuclear proliferation is important enough to prop up a reasonably good Central-American relations. The second point I'm going to make is the current disputes between the U.S. and China are highlighted in trade policy. Trade conflicts between a rising power and an established power may escalate a certain stage of development. Under the current international system, major countries acquire wealth and power mainly through trade and finance rather than through military forces. Since there is a great degree of economic interdependence and the cost of rebuilding after the war has become forbidding, as shown by the war in Iraq. Although the U.S. has frequently accused China of stealing international property and manipulating RMB exchange rates, issues of trade has not dominated Central American relations over the last 20 years. Today, however, trade has become the most contested topic in Central American relations, with the U.S. demanding what is called fire trade. Thus, the U.S. has continuously launched investigation under different sections of the Trade Act of 1974 recently. The Trump administration attributes the slowdown of U.S. economic growth to unfair trade and blames all problems of the U.S. economy on China's unfair practice in trade. It declares that the current global trade system has been beneficial to China since the year of 2000, putting the U.S. at an advantage. Therefore, the United States should overhaul the existing international trade system and develop new trade policies. For years, where trade with China was concerned,
the United States did not focus as much on the issues of international property. Since before Trump presidency, China was not viewed as an equal competitor, particularly in the field of high tech. It is well known how the U.S. Fought off economic competition from Japan in the 1980s by requiring the Japanese to reduce the trade surplus to the U.S. Substantially. Today, it is China's turn to be treated in this way. Due to the relative decline of the United States, Americans have a sense of urgency and anxiety, though they are reluctant to invoke the term decline. This is the background against which the Trump administration is determined to change its trade policy toward China. In the past, globalization and free trade has brought great benefits to the United States. Yet, more recently, the side effects of globalization has gradually emerged. This causes some serious problems in the United States, such as a loss of manufacturing and employment, sinking incomes, economic inequality, political conflict, and crisis of national identity, and threats to national security. It is such crises that have stimulated anti-globalization trend in the U.S. and supports nationalist, protectionist, and navatist policies. Therefore, it has become a top priority for the Trump administration to suppress China's economic development and prevent competition in high-tech field. The U.S. trade sanctions against China are mainly targeting high-tech industries. The third point is, will the Trump administration's policy continue? The U.S. competition with China is different from then. That with Japan, as it is not only about economics, but also concerns strategy and the political system. With the U.S. Flying the flag of the democracy camp, the United States believes that China is becoming more and more centralized and authoritarian, and therefore pose great threat to democracies. Chinese President Xi Jinping's report to the 19th National Congress of the CCP is interpreted by the US and some other countries as a sign that China has become so self-confident that China is now willing to export its development model to other developing countries. This is considered as a new threat. Some Americans even conclude that the policy that U.S. has pursued towards China since President Clinton administration, that is welcoming China's integration into international community and promoting China's accession to the WTO was wrong, as China did not develop along the U.S. lines did not develop along the lines of the U.S. expectation. Michael Sweet, a senior researcher at Carnegie Endowment in the U.S., compared the current and the former U.S. reports, U.S. government documents on China, and concluded that there is growing anti-Chinese bias. In many respects, China has learned a lot from the United States and other Western countries. For instance, regarding the education, the social insurance, and the financial system, and so on. However, it is certain that China will not pursue a kind of development as envisioned by the US. China's traditions, history, and culture are very different. Constantly, it will salute its problems in ways that work under its own conditions, even if it means Sino-American relations will become rocky.
One important question will be whether the Trump administration's China policy is a temporary one of the U.S. policy, one that is mainly determined by Trump's personality, or whether it represents a lasting sea change. If the answer is the latter, this could be very worrying to China. Regarding China's policy towards the United States, China has since 2013 sincerely tried to establish a new type of relationship with the US. According to the Chinese government, that is, no conflict, no confrontation, mutual respect, and a win-win cooperation. This policy is in the interest of China and the Chinese people. China needs a stable external environment to develop its economy and create prosperity for its entire people. However, such a peaceful development can be achieved, depends not only on China, but also on the United States. I'm stopping here. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Professor Zhou. We will return, and I will press you on the question, is this temporary or is this a sea change? And here, hopefully, your answer for the sake of debate. Das ist ja ein Thema, was uns hier auch umtreibt. Also inwieweit ist eigentlich die transatlantische Perspektive eine? Und mein Eindruck ist, die Debatte in Deutschland zumindest ist an dem Punkt zu sagen, das ist nichts Temporäres, es ist strukturell. Darüber diskutieren wir momentan eine ganze Menge. Wir haben unsere eigene Handelskonfliktdynamik mit den Vereinigten Staaten. Wir haben unsere Beziehung mit der Volksrepublik China. Wie viel Zeit, Reinhard Bütikofer, und das war die Idee, dass Sie uns einen Einblick geben in die Brüsseler Perspektive. Wie viel Zeit bleibt eigentlich bei diesen Dingen dann dafür, genauer hinzuschauen in diese Region und zu gucken, was diese Verwerfungen, die wir selber auch spüren in unseren bilateralen Beziehungen in Asien eigentlich auslöst und was das dann wiederum für Europa heißt. Da denkt man ja sechsmal um die Ecke und fragt sich, wer hat in Brüssel überhaupt den Kopf dafür, über diese Dinge noch nachzudenken? Danke für die Einladung, danke für die Fragen. Ich glaube, es ist unübersehbar, dass es in Deutschland und auch weiterhin in Europa in der jüngeren Zeit ein sich verbreitendes Gefühl der Beunruhigung gegenüber China gibt. Ich merke es unter anderem daran, dass ich verstärkt zu Diskussionen eingeladen werde, die dann so Überschriften haben wie, muss Deutschland sich gegenüber China in Acht nehmen? Oder wird China in 10 Jahren die Grundlagen unserer Ordnung untergraben haben? Solche Veranstaltungstitel habe ich vor 3, 4 Jahren nie angeboten bekommen. Da ändert sich was in der Wahrnehmung. Und dann gibt es natürlich die These, auf die Frau Professorin Zhou hingewiesen hat, der Westen habe möglicherweise China einfach ganz falsch verstanden. Und jetzt wird man endlich sehen, was da eigentlich los sei. Ich glaube, also ich will mich damit jetzt nicht lange auseinandersetzen. Meine Position ist aber, dass es gute Gründe gab, diese Politik der Öffnung gegenüber China, diese Politik der Kooperation gegenüber China zu betreiben, die die amerikanischen Präsidenten sowohl von Republikanern wie von Demokraten gemeinsam seit Nixon verfolgt haben. Aber eine Erwartung hat sich als falsch erwiesen, das ist diese Erwartung der Systemkonvergenz. China ist in diesen 40 Jahren des Prozesses der Reform und der Öffnung von einem Armenhaus zu einer dominanten Macht aufgestiegen und an dem Punkt, an dem das Land sich in seiner großen Modernisierungsbewegung veranlasst sah,
die sogenannte fünfte Modernisierung, die Modernisierung der Governance auch anzupacken, die von vielen Menschen in China ganz zu Beginn der Reformpolitik von Deng Xiaoping eingeklagt worden war. Also es hieß, wir brauchen die fünfte Modernisierung, nämlich die Modernisierung in Richtung Demokratie. Als China sich nun schließlich in den letzten 5 Jahren, so scheint es mir, veranlasst sah, diese Frage aufzugreifen, ist es anders abgebogen, als wir das erwartet haben. Es gibt eine politische Modernisierung, aber das ist eine Modernisierung des Autoritarismus. Ich glaube, wenn man es jetzt zugespitzt formulieren wollte, könnte man sagen, in China hat so etwas wie ein Regime Change stattgefunden, obwohl es immer noch die kommunistische Partei ist, aber die Herrschaftsstrukturen haben sich wesentlich geändert aus einem System, das durch einen zerklüfteten Autoritarismus geprägt war, ist eine Art Parteikaisertum geworden. Und das schlägt sich auch nieder in der chinesischen Außenpolitik. Die ganze Phase, die durch Deng Xiaopings Politik geprägt war, folgte ja diesem Diktum, man solle nicht in der Außenpolitik nicht übermäßigen Ehrgeiz zeigen, die eigenen Ansprüche eher mal zurückstellen. Und es war klar geprägt von der Vorstellung, auch das hat Frau Professorin Zhou noch mal angesprochen, von der Vorstellung, China braucht ein friedliches Umfeld für seine eigene Entwicklung. Und mir scheint, dass die heutige chinesische Führung die Sache anders sieht. Insofern würde ich sagen, wir haben einen Sea Change. Nun wissen wir, Ebbe und Flut wechseln sich nicht nur einmal ab. Das kann ja möglicherweise auch mehrfach passieren. Aber im Moment jedenfalls wäre es unrealistisch und gefährlich, das nicht zur Kenntnis zu nehmen. China hat ganz klar Supermachtambitionen. Xi Jinping redet, wenn er über Chinas Hoffnungen redet, nicht davon, China wolle ein großes Land sein, sondern er sagt, China wolle ein Starkland sein. Das ist schon terminologisch, glaube ich, sehr interessant. Viele chinesische Gesprächspartner erzählen mir heute, jetzt haben wir 40 Jahre von euch gelernt, jetzt haben wir nichts mehr zu lernen, jetzt lehren wir euch. Und diese Radikalisierung des Autoritarismus wird auch als Modell verkauft. Die chinesische Führung prägt Begriffe, in denen sie diese Perspektive operationalisieren will, wie zum Beispiel den Begriff von der Community of Common Destiny, der eine Zukunftsvision beschreibt, in der Freiheit und Menschenrechte keinerlei Rolle zu spielen haben. Mir scheint, in der gegenwärtigen Phase folgt China in der Außenpolitik einem Prinzip, das heißt Einbindung multilateraler Art, da wo unbedingt nötig, und Ungebundenheit da wo irgendwie möglich. Das scheint mir hinauszulaufen auf eine Ordnung, in der, wie es in dem berühmten Melia-Dialog des Thukydides heißt, der Starke handelt, wie er will, und der Schwache handelt, wie er muss. Das heißt, ein Bruch mit der Ordnung der letzten 70 Jahre des Multilateralismus. Das sehr Unbequeme, um es euphemistisch zu sagen, ist, dass China nicht das einzige große Land ist, das diese Veränderung treibt. Der amerikanische Präsident treibt heftig in die gleiche Richtung. Es gibt einen Unterschied allerdings zwischen der europäischen Diskussion über dieses neue China und die amerikanische, scheint mir. Während in Amerika nicht nur der Präsident oder seine Administration oder die Republikaner, sondern auch der Großteil der Demokraten inzwischen tatsächlich zu der Überzeugung gekommen sind, China is a competitor. Und in dem Competitor schwingt nicht nur der Wettbewerber mit, sondern auch der Gegner.
ist, glaube ich, Europa nicht an demselben Punkt. Von Europa aus ist die vorherrschende Haltung gegenüber China immer noch, dass wir die Kooperation suchen. Aber mehr und mehr, und diese Kooperation ist ja zweifellos in ganz vielen Fragen unverzichtbar, aber mehr und mehr wachsen die Zweifel daran, ob nicht die berühmte chinesische Einladung zu Win-Win-Lösungen am Ende immer darauf rausläuft, dass China zweimal gewinnt. Und deswegen hat Europa angefangen, seine Politik gegenüber China in mehreren Bereichen zu verändern. Wir im Wirtschaftsbereich etwa haben wir in den letzten 2 Jahren neue Regelungen getroffen für Instrumente zum Kampf gegen Dumping-Exporte, etwa im Stahlbereich. Das war ein wirklicher Wandel der europäischen Politik. Die Europäische Kommission hatte ursprünglich die Absicht, darauf vollständig zu verzichten. Es war eine öffentliche Debatte aus der Wirtschaft, aus dem Parlament, die diesen Wandel herbeigeführt hat. Oder aktuell diskutieren wir darüber, dass Europa einen Mechanismus schaffen solle, um ausländische Direktinvestitionen, da hat man ganz offenkundig China im Blick, einem bestimmten Screening zu unterwerfen, so wie das andere Länder, USA und andere, längst tun. Da werden wir bis Ende des Jahres noch wahrscheinlich eine neue europäische Regelung verabreden. Das ist sehr schnell gegangen. Die Initiative aus Deutschland, Frankreich und Italien ist noch kein Jahr alt. Und jetzt sind wir bis Ende des Jahres beim Ergebnis. In Europa wird sensibler reagiert auf die Praxis Chinas, vorhandene europäische Spaltungslinien, die China nicht schafft, zu nutzen. Zum Beispiel bei dem 16+1. Und es gibt jetzt Leute, der frühere Bundesaußenminister Gabriel gehörte dazu, die angefangen haben zu sagen, und mir gefällt die Redeweise sehr gut, wir wollen, dass China eine Ein-Europa-Politik verfolgt. Wir haben angefangen, im Handelsbereich uns auf die neue Situation einzustellen. Die EU treibt aktivere Handelspolitik gegenüber zahlreichen asiatischen Ländern, als sie das lange getan hat. Wir setzen uns mit der industriepolitischen Strategie Chinas auseinander. Und auch wenn Sie nicht viele finden werden, die Obamas handelspolitischen, Entschuldigung, die Trumps handelspolitischen Konfliktkurs gut finden, so finden Sie doch viele, die sagen, wesentliche Teile der Kritik an der chinesischen Industriepolitik sind berechtigt. Und dieses Konzept Made in China 2025, das ist ein nationalistisches Konzept und wir müssen da uns damit auseinandersetzen. Es gibt auch einen neuen Ton in Brüssel gegenüber dem, was Herr Metcalf die indopazifische Strategie mit chinesischen Charakteristika genannt hat, also der OBOR oder Belt and Road Initiative. Ganz am Anfang wurde das in Brüssel relativ blauäugig als Konnektivitätspolitik begrüßt, für die man ja auch aus europäischer Perspektive was haben kann. Ich glaube, da haben sich die Bewertungen stark geändert. Die geopolitischen und geostrategischen Risiken, die in dieser Initiative Chinas enthalten sind, werden deutlicher gesehen. Und zuletzt auch hat die Europäische Kommission, nein, Entschuldigung, der Europäische Rat, das war erst im Mai, in einer bemerkenswerten Entscheidung zum Ausdruck gebracht, dass die Europäische Union nun das Ziel habe, in und mit asiatischen Partnern stärker sicherheitspolitische Perspektiven zu verfolgen. Sehr interessanter Beschluss des Europäischen Rates, in dem klar wird, die Europäische Union ist nicht mehr bereit, sich selbst
politisch zu verzwergen auf die Rolle eines Handelsakteurs, sondern die Europäische Union ist willens, auch die politischen Dimensionen einschließlich der Sicherheitsdimension anzugehen. Es ist auch interessant zu sehen, dass das durchaus von asiatischer Seite gefördert wird. So war zum Beispiel im letzten Jahr zum ersten Mal die Europäische Union eingeladen als Gast der Präsidentschaft beim ostasiatischen Gipfel, beim East Asia Summit. Das war vorher noch nie der Fall. Und ich glaube, es gibt auch, wenn, wie Herr Metcalf verwiesen hat auf die Äußerungen von Präsident Macron, gibt es auch andere, die darüber nachdenken, ob es zum Beispiel auch sicherheitspolitische Kooperation geben kann zwischen dieser neuen Struktur, die man The Quad nennt, also Australien, USA, Japan und Indien, und ob da nicht Europa auch Kooperationsmöglichkeiten sehe. Letzte zwei Schlussbemerkungen. Eine heißt, ich glaube, dass wir in der Bewegung, uns auf das veränderte China einzustellen, vor allem natürlich als Europäer darauf achten müssen, selber handlungsfähig zu sein oder zu werden. It goes without saying, aber man muss es immer sagen. Und das Zweite, die zweite Schlussbemerkung wäre die, China hat enorm davon profitiert, dass es vom Westen viel gelernt hat. Und wenn China hat vom Westen eine ganze Menge Ismen gelernt, zum Beispiel den Marxismus, den Nationalismus, den Kapitalismus. Die Demokratie möchte es nicht so gern lernen. Aber wenn China jetzt sagt, jetzt lehren wir euch, finde ich, sollten wir das Jiu-Jitsu-Prinzip anwenden und sagen, gerne. Wir gehen bei euch auch gerne in die Schule und lernen von euch, wie wir erfolgreich uns damit auseinandersetzen werden, dass diese Dominanzperspektive, die am Horizont aufscheint, nicht die Vorherrschaft gewinnt. Bevor es den chinesischen Traum gab, den Xi Jinping zu seiner Parole gemacht hat, und als der amerikanische Traum schon am Verglühen war, gab es mal vor der Krise 2008 ein paar Jahre lang eine Debatte über einen europäischen Traum. Der ist uns abhanden gekommen während der Krise. Aber ich glaube, Europa kann durchaus die Kraft entwickeln, mit einem eigenen europäischen Traum eine selbstständige Position zu fahren, die nicht sich abhängig macht von dem Antagonismus zwischen den USA und China, die nicht sich einfach einem Lager oder einem Herrschaftsanspruch unterwirft, sondern die vor allem darauf setzt, die multilateralen Regelungen zu stärken, die darauf gegründet sind, dass auch Kleine eine Stimme haben. Dankeschön. Vielen Dank an alle drei Sprecher. Ich weiß, dass wir unbedingt gleich noch mehr Stimmen von Ihnen hören wollen. Ich würde trotzdem ganz kurz, Frau Professor Zhou, Ihnen eine Frage stellen, die wir hier in Deutschland, in Europa intensiv diskutiert haben, und dann sind wir relativ schnell davon abgekommen. Wir haben darüber diskutiert, wie berechenbar ist eigentlich Donald Trump, und erschien uns sehr unberechenbar. Das war sozusagen, als er sein Amt angetreten hat, das Hauptthema. Wie geht man mit einem unberechenbaren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika um? Das ist eigentlich ziemlich schnell der Einschätzung gewichen, dass er ziemlich berechenbar ist auf seine Weise. Dass er eine bestimmte Art hat, die Welt zu sortieren, in Machtfragen und deswegen mit den Europäern nichts anfangen kann. Die sagen, wie Reinhard Bütikofer, bei uns sind auch die Kleinen wertvoll und haben im Zweifel eine Stimme mit uns am Tisch. Das ist eine ganz andere Art, auf den Multilateralismus zuzugehen, wie wir ihn gewohnt waren.
Ich finde die Anpassung an diese neue Situation, und der G7-Gipfel hat das jetzt zuletzt gezeigt, bei aller Ernüchterung in Europa, ist aus meiner Perspektive relativ schnell erfolgt. Und Reinhard Bütikofer hat das ja jetzt auch gerade ausgeführt. Also dass die europäischen Mitgliedstaaten jetzt anfangen, nüchterner über andere Optionen nachzudenken, sich neue Allianzen aufmachen. Dazu würde ich Sie gleich noch befragen. Wenn Sie noch mal ganz zugespitzt sagen, wo man in China steht hinsichtlich der Frage, wie entwickeln sich die Vereinigten Staaten und welche Chancen ergeben sich daraus für China und welche Vulnerabilität hat China auch in dieser Situation, in dem wir es mit einem neuen Amerika zu tun haben? It's fine. You don't have to switch it on. Just speak. Yes. Okay. Yeah. Okay. It's a good question. And I feel the two speakers are very informed about the development in this region and also Central American relations. Actually, in the beginning of Trump administration, the Chinese government and the Chinese public didn't expect Trump will win, I think, as many of you did. I mean, also didn't expect that Trump would win. The Chinese government wasn't prepared very well to deal with the Trump administration. And after a while, the Chinese side make great efforts to try to learn how to deal with Trump personally, because nobody knows very well about him in China. And gradually we learned a little bit, bit by bit about him, his personality and his who are those peoples he trusted we didn't know because according to that American First, you cannot make analysis what kind of international strategy he's going to pursue. After a while, the Chinese government has contacted his and his team and himself, and it seems that we have made pretty good relations until probably late last year. After Trump's visit to China in November 2017, many people thought that it seems that President Trump and President Xi had very good personal chemistry. You know, I heard this term many times when I was in a meeting in, I think, a Norwegian embassy in Beijing. At that time, many ambassadors, I think at least eight ambassadors and other senior foreign diplomats were there. They mentioned that word. So it seems that the relationship was pretty good. But soon after this, we noticed that, you know, when Trump went back to the United States, he was criticized that his visit was the worst such visits by presidents in recent years. Why? Because he didn't get a good deal from China. Actually, China gave him a lot of contracts. I think 2,000. 2000, how much do you remember? 2050 billion, 250 billion,
promise to import from the United States. But soon he announced that the U.S. will not admit China as a market pursuing country. So, and actually before this, in the mid 27th, 17, then the U.S. started to conduct an investigation based on the section of the Trade Act of 1974. So after a while, we, you know, that national security strategy came out, and soon another document also came out that is American military security strategy. So in these two documents, you know, there was no single words about China in you know, how to say, in I mean, any good, any single good word about China. So always talking about the negative side of China. Since then, and soon the trade war is threatening to China. And now we are facing such a trade war with the United States. And the Trump administration's behavior is quite unpredictable. For instance, our Prime Minister with the U.S. And he did have a chance to meet Trump. And soon, there was a second term of second round of negotiation between China and the U.S. And several agreements were reached. But soon, the Trump administration announced that he will, you know, he will not follow this. And economic sanctions will impose on China's trade with the U.S. about 5 billion Chinese, I mean, U.S. worthy exports to the United States. And now he, that administration increased that economic sanction to 100 billion dollar worth of Chinese exports to the U.S. And after several days, another number is mentioned, that is 200 billion. So how do you deal with such how can you deal with such administration? It's very difficult. Do you want to ask the Europeans just very briefly what is the recipe for success? We keep jumping a bit, but the devices are not always around, so I hope you don't mind. I'll turn back into... Ich glaube, wir müssen den Herrn Präsidenten auch ernst nehmen. Wenn der sagt, ich will kein Mercedes mehr auf der Fifth Avenue in New York sehen, dann klingt es so überaus komisch, dass man natürlich versucht, es zu lachen. Aber ich glaube, wir sollten uns eher darauf einstellen, dass er, wenn er die Kongresswahlen im November nicht verliert, was durchaus passieren kann, dass er dann mit sehr brutalen Mitteln gegen Europa vorgeht. Und ich glaube, es gibt überhaupt nur eine Möglichkeit, dabei nicht vollständig unterzugehen. Und das heißt, eine gemeinsame Festigkeit an den Tag zu legen. Wenn wir das nicht tun, dann nimmt Trump die ganze EU auseinander. Und das hat es ansatzweise ja schon gegeben, dass der Eindruck entstand, einzelne nationale Regierungen verfolgen, statt jetzt eine gemeinsame europäische Strategie zu entwickeln, sozusagen ihre eigene Perspektive. Der ein oder andere Wirtschaftsminister, unter anderem einer, dessen Name mit A beginnt, hat es ja auch öffentlich sehr deutlich gemacht. Und das wäre das Verheerendste. Das heißt, wir hätten da nicht nur einen brutalen Konflikt im Handel, sondern wir hätten noch eine Zersetzung unserer Handlungs
Fähigkeiten, weil die EU auseinanderfliegt. Und deswegen glaube ich, es sind drei Dinge, die man tun muss. Das eine, zwei davon sind schon angegangen worden. Das eine ist, wir gehen zur WTO und klagen. Also wir halten uns an die multilateralen Regeln. Das Zweite, wir zeigen auch, dass man uns nicht einfach rumschubsen kann, erheben Gegenzölle. Wobei allerdings das wichtige Faktum ist, dass diese Gegenzölle in einem Volumen erhoben werden, das deutlich hinter dem amerikanischen Volumen zurückbleibt. Das heißt, wir lassen uns nicht rumschubsen, aber wir wirken jetzt nicht einer Eskalation mit. Und das Dritte, was bis jetzt vielleicht zu wenig getan wird, dass wir mit like-minded countries, also Japan, Korea, Mexiko, Kanada, Australien, Neuseeland, da gibt es eine ganze Reihe, auch ASEAN-Länder, viel stärker zusammenarbeiten müssen in der Handelspolitik. Wenn wir da vielleicht noch mal ganz konkret anknüpfen, Rory Metcalf, aus der Perspektive der Diplomatenkolleginnen und Kollegen, mit denen Sie ja weiterhin reden, wie reif ist man in Europa dafür, diese Erzählung, von der Sie berichtet haben und die Sie aufgespannt haben, also eine Erzählung, die sagt, es gibt in dieser Region mehr als die USA und China. Wie bereit ist man in Europa ganz praktisch in den Formaten genau darüber jetzt zu reden, nochmal sozusagen ein bisschen Maschinenraumgefühl in das zu geben, was wir hier auch von europäischer Seite hören? Also wie wird das tatsächlich jetzt praktisch angegangen? Wie ist da der Zeitfaktor? Was sind da die großen, oder die Low-hanging fruit, was sind so die Dinge, die man relativ zügig tun kann? Das wäre die eine Frage. Und die zweite, vielleicht auch sozusagen zugespitzt mit der Bitte um nur eine kurze Einschätzung. Wie reagiert eigentlich Peking auf dieses Konzept, von dem Sie gesagt haben, der Indo-Pazifik ist eigentlich auch vereinbar mit den Interessen der Belt and Road Vision? Das muss gar nicht antagonistisch sein. Wie reagiert in Ihrer Lesart Peking auf ein solches Angebot? So, I'll take the second question first, if that's okay, and I'll try to remember the first question. But I think they're connected, obviously. I think the key point about, I guess, low-hanging fruit, I'll come to. But regarding the Chinese reaction to different regional conceptions like the Indo-Pacific, look, I think it's worth bearing in mind that, as I mentioned briefly in my remarks, a lot of the new solidarity of purpose among many of the democracies in the Indo-Pacific is itself a consequence of China's interests, China's presence and China's decisions. So the fact that India now has a greater degree of common cause with Japan and Australia and others to moderate China's activity in the Indian Ocean is precisely because of China's presence and activity in the Indian Ocean. And yes, that's partly a function of China having this energy dependence on Africa and the Middle East, and that's understandable for China's own security. But I think the challenge that we're confronting is that a lot of China's activity in the region is essentially unilateral. So we see China being a unilateral actor in the Indian Ocean and in South Asia and doing things that, for example, from an Indian perspective, are seen as a kind of encirclement. So in a sense, the anxieties that China has or China has projected over the years about what the United States may be doing in East Asia are now being replicated in South Asia, and therefore India finds itself looking for friends elsewhere. So how does China respond to all of this? Well, my own sense is that over the years, before the introduction of the One Belt, One Road, now called the Belt Road Initiative in 2013 by President Xi, China was open to a range of new constructions, new ways of understanding the region. So even this terminology Indo-Pacific was sometimes used by Chinese academics and scholars and officials until about 2013. But then clearly once Belt and Road became the orthodoxy, the party line, the Indo-Pacific is now seen to be some kind of, I guess, US-led or Japanese or Indian or Australian construct that's out there to exclude China from the region. That's not true, in my view, but it is about offering an alternative to a China-centric view of the region. So how do we reconcile these things? Well, look, I think it's really partly about how we engage with the Belt and Road. And in Australia, there's a very live debate about this. I think the position that both sides of Australian politics have come to is, look, we can engage with individual Belt and Road projects,
on their merits, if they're if they make good commercial sense, if they come with a bit of good governance, if they come with a bit of transparency, a bit of recognition of environmental factors, context, debt, etc., then we can engage with them. If they don't have those qualifications, then we won't engage with them. We won't sign on to a blank check, if you like, that everything under the Belt and Road mantle is automatically a good thing with everyone's interest at heart. So to the extent that I think China can accept and recognise that more nuanced rules-based engagement with Belt and Road, then the Belt and Road and the Indo-Pacific will be reconcilable. So I think increasingly the decision point will be a decision that has to be made in China, and I think that will only be, I guess, a consequence of the solidarity of other countries signalling to China that they really want to have a say in the regional order. And that goes to that final point about low-hanging fruit, if you like. I think you know, we're seeing a lot of flux in the Indo-Pacific at the moment. We're seeing countries looking for new partnerships. There are all sorts of new creative security partnerships and dialogues emerging. What all of these middle players and middle powers have in common, whether it's Australia or Japan or Indonesia or Vietnam or whoever it may be, is that we don't like, I guess, some of the more, not only authoritarian characteristics, because that's China's internal business, but the way in which a China-centric vision is being projected into the region, nor do we have complete faith, obviously, in the United States, especially in the short term, while the Trump administration works through its challenges. So we're looking to one another. And I think there are things that these countries can do with one another, new security dialogues, new arrangements, and making better use of those very regional structures. I think that you mentioned the East Asia Summit, the institutions centred on ASEAN, on the Association of Southeast Asian Nations, actually beginning to use multilateral diplomacy in Asia, perhaps even in some of the ways that it's been used in Europe in the past. Mm-hmm. Vielen Dank. Wir haben Mikrofone im Saal und wir haben eine erste Wortmeldung hier vorne. Ich versuche wie immer ganz redlich sozusagen mich vorzuarbeiten und auch alle wirklich zu sehen. Ich habe jetzt hier auf dieser Seite schon 3 Wortmeldungen und Frau Wacker sehe ich dort auch noch. Wir starten hier ganz vorne. Wenn Sie so freundlich sind, sich kurz vorzustellen, kurz und knackig, damit wir möglichst viel reinbekommen. Und wenn es speziell ein Kommentar oder eine Frage an einen der Gäste ist, bitte gerne auch speziell. Bitte schön. Ja, Wolfgang Rodescheißer, Vizepräsident in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Herr Bütikofer, in der Konferenzbroschüre schreibt Ihr Parteifreund Trittin, China in seinem Vorgehen erinnert stark an jenes deutsche Kaiserreich, das für einen Platz an der Sonne angesichts aufgeteilter Kolonien auf wirtschaftliche Expansion setzte. Damals endeten diese Bestrebungen am Krieg mit den Nachbarn. Ist Obor als geopolitisches Investitionsprojekt ein Machtprojektionsprojekt, was zwangsläufig irgendwann in einen Konflikt mit Europa oder mit den USA führt? Mhm, vielen Dank. Wir geben das Mikrofon weiter, 3 Reihen weiter, genau, an den Herrn. Und ich habe Sie dahinter auch. Und Frau Wacker auf der anderen Seite habe ich auch. Sie habe ich auch. Mein Name ist Friedrich Kurz, ich bin Consultant. Ich habe eine Frage an Herrn Bütikofer. Die EU will mit Screening chinesische Investitionen untersuchen, weil sie, das hatten Sie selber gesagt, meistens staatlich unterstützt sind und damit dumpen. Ist dieses nicht eine Methode, um China komplett aus dem Markt in Europa herauszudrängen, protektionistisch, weil ja alles geostrategisch ist? Es ist argumentiert worden, bei der Brücke in Kroatien, das sei geostrategisches Brücklein, also dürften da die Chinesen eigentlich nicht mitmachen. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist an Frau Professor Xu. China hat offensichtlich nicht bemerkt, wie groß die Reserviertheit in Europa gewachsen ist gegenüber chinesischen Investitionen, insbesondere auch Belt and Road. Wäre es für China vorstellbar, dass sie aus diplomatischen Gründen darauf verzichten, im europäischen Garten wirtschaftlich sich allzu sehr auszubreiten, um die Europäer nicht zu verängstigen? Mhm.
Vielen Dank. Wenn Sie so nett sind, das Mikrofon, genau, und wir haben Frau Wacker jetzt als Zeit für eine Dame, die jetzt dran ist. Frau Wacker, bitte. Und dann haben wir hier noch zwei weitere Herren. Ja, so machen wir das. Die Damen rutschen immer nach vorne, bitte schön. Okay, vielen Dank. My name is Gudrun Wacker from the German Institute for International and Security Affairs. I have a question to Rory, because Reinhard Bütikofer raised the Quad. Could you say a little bit where the Quad stands? Because everybody writes about it, but what is actually going on is much less clear. And also what you would expect from the Europeans. And then the second question to Reinhard Bütikofer. You mentioned the European Council and its decision in spring. Could you say a little bit more whether this goes beyond rhetoric? So is there anything operative in the decision that the Council made? Vielen Dank. Haben Sie schon ein Mikrofon? Ja. Prima, dann geht's los und dann reichen Sie es gleich vor an den Herrn, der zwei Reihen oder drei Reihen vor Ihnen sitzt. Der, genau, vielen Dank. Hi, Jake Nelson from the United States Embassy. This question is for Mr. Metcalf and for Mr. Bütikofer. You both mentioned strategies which can be seen in some ways as a response to the Belt and Road Strategy, the Indo-Pacific Strategy on one side and the European Connectivity Strategy on the other side. I'm curious if you see any potential complementarity between these strategies and the Belt and Road Initiative on one hand, and then on a second hand, a sort of more grand strategic level thought, how successful can these strategies be when they're sort of reactive and responsive to the Belt and Road Initiative rather than being more sort of proactive on their own? I say this as a devil's advocate sort of question. Thank you. Vielen Dank. Und wenn Sie es nach vorne reichen, just to the front, it's okay. Yes. Excellent. You have a supporter there as well. Vielen Dank. Ja, ich habe zwei Fragen. Einmal an Herrn Metcalf. Sie haben angesprochen den Umweltschutz zuletzt, bezogen auf die neue Seidenstraße und die als Standard, finde ich gut. Aber ich möchte daran erinnern, Australien und auch damit auch die Weltbank ist mit im Spiel als Finanzier solcher Großprojekte. Am Beispiel in Malaysia, ich war selber dort gewesen, habe mit den dortigen Leuten gesprochen, die dort eine Bürgerinitiative gegründet haben in Ostmalaysia. Es geht um das Processing von seltenen Erden, was sehr gefährlich ist. Die Frage ist, so meines Wissens war es so in Australien selber, großes Land, großes Kontinent, nicht durchsetzbar. Man geht dann lieber nach außen. Also von daher ist da die Frage des Umweltschutzes auch mal gerichtet an Australien, auch an die dortige Regierung und die dortigen Investoren, anstatt an damals noch sehr autoritären Regime, sehr korrupt und so weiter. Und dann noch sogar in einem Gebiet, was multiethnisch unterentwickelt ist, gegenüber von Westmalaysia. Also da möchte ich gerne mal ein bisschen was hören, wie weit Australien da auch globale Verantwortung hat und nicht nur auf andere zielt. Die Frage an Frau Schu, bezogen auf die Seidenstraße. Ich kenne China, habe durch Bereisen seit über 30 Jahren und habe selber auf dem Landweg bereist und habe beobachtet in diesen 30 Jahren die Entwicklung von China, insbesondere auch die Entwicklung der Transportwege, erstmal innerchinesisch, Trans-Asian Highway von Shanghai bis Bangkok, über Laos in Richtung Kunming, perspektivisch Kunming-Burma-Road als Abzweig, also um da also auch zumindest perspektivisch Karakoram Highway, auch vor 30 Jahren Richtung Pakistan, perspektivisch Indien, dann die Frage halt Neue Seidenstraße und bis hin, und jetzt ist soweit, die Wege sind relativ jetzt von China raus abgeschlossen und so weiter. Jetzt ist die globalere Perspektive, da kann man feststellen, Chinas Engagement in Afrika, Beispiel den Ausbau des Hafens. Haben Sie eine Frage? Spitzen Sie es nochmal zu, ja, wir müssen hier nämlich noch durch. Ja, Hafen in Mombasa und die Bahnstrecke nach Kenia und speziell auf China bezogen, und da sind wir auch wieder beim Klimaschutz, wie weit da die Verantwortung globaler CO2-Abkommen und so weiter. Kennen Sie die? Es gibt die Chance, sie zu stellen. Naja, jetzt ist genau die Frage, Dandong, einerseits Perspektive Nordkorea, wenn das mal implodiert oder so, da wird ja auch entsprechend vorbereitet, und gleichzeitig ein neuer Hafen, der dann perspektivisch jetzt die neue Seidenstraße. Da bedeutet das dann auch ein Seeweg über die Nordwestpassage
um also zum Atlantik zu kommen, schneller als über den Nicaragua-Kanal. Da wollte ich gerne wissen, wie da die Perspektive in Sachen Klimaleugnung oder wirklich festhalten am CO2-Abkommen. Ist angekommen. Sorgenhorizont ist angekommen in beide Richtungen. Wir versuchen, das zugespitzt aufzunehmen und wir starten mit Rory Metcalf. Thank you. That's a very, very rich menu of questions, and I'll do my best to answer them. So, firstly, I think Gudrun, your question about the quadrilateral security dialogue. And if anyone doesn't know specifically what we're talking about here, because the Quad is a bit of, Indo-Pacific jargon in many ways. This is a security dialogue among the United States, Japan, India, and Australia. It's an idea that goes back about 10 or 12 years now. And it's been an on-again, off-again process. It began in 2007. It was then put on the shelf by the Australian government under Chinese pressure in 2008. It was revived last year among the four countries. And I think it was revived because of their growing anxieties about issues like the militarization of the South China Sea by China and its island building, and a sense that no country such as China should have a veto on the decisions among four democracies to, frankly, have a conversation with one another. The Quad is not the next NATO, and I think one of the great myths is that it's some alliance in being. It's a dialogue, nothing more, nothing less, and it's one piece of a much more diverse Indo-Pacific security dialogue architecture. So I think, really, the evolution of the Quad will depend on, again, really on China's decisions, on how nervous these four countries get and how willing they are to cooperate with one another. But I would not read too much into it. So far, it's had two dialogues in its new sort of variation, two sort of six-monthly officials' dialogues. Eventually, it may lead to more, but I think a lot of the interesting activity will be in the other regional structures and the regional organisations that complement one another. And that goes to that point really about the complementarity of the Indo-Pacific with the Belt and Road Initiative. And in fact, I like that question about whether, you know, which came first in a way, because I think the new emphasis on the Indo-Pacific in the last 6 to 12 months is in many ways a reaction to the Belt and Road and the fact that the United States and a number of other countries are now using this terminology at an official level to redefine their regional engagement, to basically engage with the whole of the maritime Asian region in one strategy, so to bring India into that wider conversation, for example. However, the Indo-Pacific in its modern form has been around, I think, for at least a decade, and in fact, Australia in 2013 was the first country, I guess, to make this official reformulation of the region. So in some ways, this anticipated Belt and Road rather than reacted to it. So I think you're right. A lot of the more interesting work that will happen under the Indo-Pacific will be really getting ahead of a reactive response to the Belt and Road and taking new initiatives and doing complementary things such as, for example, not competing with China in the amount of concrete and steel we can put into the region, because that would be a fool's competition, but to compete with China in the quality of the governance and the institutions we can put into the region, to use our development assistance, for example, to educate regional countries how to spend Chinese money wisely, or how to sometimes say no to money that has too many, or too little transparency attached to it. And that leads me finally to end on that environmental point. I don't know the specific projects in Malaysia to which you refer to, sir. I think that certainly, Australian government perspectives on development assistance come with high environmental standards. I can't speak for the behaviour of individual companies, whether they're multinationals, Australian or anyone else, but I would note that there is indeed an argument for example, diversification of production of rare earths so that it is done in a wider range of countries with stronger environmental safeguards attached. And indeed, rare earths is one area where I think China has used, as a tool of economic sanction in the past because of its increasing global monopoly on those vital materials in a lot of modern technologies. Thank you. Frau Professor Zhou, Herr Kurz hatte Sie gefragt nach dem Thema Investment Screening.
Zu ihm kommen wir noch. Ich würde gerne die chinesische Perspektive haben. Und dann hat Herr Bütikofer noch Gelegenheit. Bitte, Frau Professor Zhou. I think one question is about China's foreign policy towards its neighbors, neighboring countries. I need to tell you first, many people here don't know very well about China's foreign policy tradition. Actually, China has suffered a lot in the past when it was the colony, semi-colony of Western countries. Many Western powers invaded China and occupied China for a long time. So for this period of history, it's called 100-year humiliation. China has had a brilliant civilization, but in the recent history, it was suffered a lot from the bullying by Western countries. So here you may not know very well about the history. Because of China's suffering and China's experience in the past, China has always insisted on the so-called five principles of coexistence. That means China will not interfere in other countries' domestic affairs. Why? Because China's domestic affairs has been interfered by Western countries, and China wasn't an independent country for a long time. And this policy in recent years has been criticized by Western countries in name of humanitarian or human rights policies. That means if the human rights is violated in this in a country, international community has a right to intervene in, and also. But in China's eyes, if it's authorized by the United Nations, it's okay. China like to help create order and stability in this country. But if it's intervened by Western power in the name of international community, China will criticize it. So for a long time, China has such a position. I think this position is not understood by many countries, especially Western countries. But China, because of this position and this principle in its foreign policies, is welcomed by its neighboring countries because they share the same destiny and the same experience in history. I don't know how many of you remember that 1997 Asian economic crisis. In that period, China didn't do the depreciation in its currency, and it helped a lot in this region for those neighboring countries. And because of this, China became, in that period, became the most welcome country in this region. Nowadays, of course, there's some problems, especially South China Sea issue, as the professor, the speaker mentioned. We need to make efforts to solve it wisely. If talking about the Belt Road Initiative, China really loves to help those countries in construction, in infrastructure, and try to get to help them to get rid of poverty, as China did. So this is
definitely China's wish and the will. There's no doubt for this. Mm-hmm. If talking about China's someone asked Belt and Road and its function in Europe, right? Is a question? Is Belt and Road is sorry? Can you say that again? Belt and Road. Why? How? You know, on this Belt and Road, how China? You know, have a relations with it. I heard the question as asking whether China couldn't continue building the Belt and Road initiative, but leave Europe out in order not to disturb the Europeans. I think that was the question. Das war Ihre Frage, die ursprünglich, also sozusagen in der... It's what I heard. I don't know what is the logic for it. I think you know China is not capable of destroying Europe. My first research field is West European studies, and I traveled Europe as early as in late 1980s. I hesitate to mention it because it tells you how old I am. I know pretty well about European culture and history and ideology, a lot of things. I think in Europe, many countries are great countries. You create a lot of good things for the whole world. And actually, we learned a lot from you. For instance, the ideology of democracy. And you mentioned Marxism. Without the creation or contribution by European countries, I think the humans would not as we already have or already are. I don't believe China will destroy Europe, and actually China has no ability to do this. If talking about China's activity in Central Asia, I think China has making contribution to this area, and even for this, we have to be very careful. We have to balance our relations with Russia and also our relations with other countries. We don't want to destroy anyone's interests, but we really... You may see that since President Xi became the president in China, China start to have quite active foreign policies, not as in the past, in Deng Xiaoping's era, China always had low-profile foreign policies. Thank you very much, Professor Zhou. We see that we are touching on a lot of issues, and Reinhard Bütikofer kindly helps me track with regard to the questions, but he also has, of course, the chance to respond to the questions. Yes, but now we have Reinhard Bütikofer, who has the microphone and the floor, and he will also respond to the question that was raised on Obor, I suppose. Yes, please go ahead for your final first assessment. Of all, Professor Zhou, I want to express that my opinion that I completely agree with you. China will not destroy Europe. Quoting Chairman Mao, I would say, number one, we're opposed. Number two, we're not afraid. So I think that's settled. We didn't mention that G2. Why? Because we don't want to forget Europe. Thank you. Okay. So ich habe
4 Fragen und habe 2,5 Minuten dafür gekriegt. Da meine durchschnittliche Redezeit im Europäischen Parlament über 9 Jahre jetzt 1,5 Minuten ist, müsste ich das locker schaffen. Ja. Erstens die Frage zu dem Investment Screening. Das Investment Screening ist kein Protektionismus. Es wird keine einzige industrielle Branche von ausländischen Investitionen ausgenommen, sondern es wird nur festgehalten, dass es die Möglichkeit geben soll, zu kooperieren über solche Investitionen, die problematisch erscheinen unter 2 Gesichtspunkten. Erstens Sicherheit, zweitens öffentliche Ordnung. Industriepolitische Gründe spielen in diesem Investment Screening keine Rolle. Zweitens die Frage, Frau Wacker, ob da was operativ sei an diesen Entscheidungen des Council. Antwort nein. Aber der positive Teil der Antwort kommt jetzt hinterher. Die Dinge, die da aufgeschrieben worden sind, sie sind so detailliert und so der Konkretion nahe, so ausgeführt in verschiedene praktische Richtungen, dass man sehr leicht aus dieser Entscheidung operatives Handeln ableiten kann. Das ist, glaube ich, ein großer Schritt. Dritte Frage, Konnektivität. Ist das kompatibel, die europäische Konnektivitätspolitik und die chinesische? Zynisch gesagt, eine Kompatibilität gäbe es natürlich, die man nicht will. Eine Kompatibilität zwischen europäischem kolonialistischem Erbe und chinesischem Neokolonialismus. Wenn man das nicht will, muss man, glaube ich, aber von europäischer Seite viel aktiver gestalten, eingreifen. Europa redet von Konnektivität, but we're not putting our money where our mouth is. Das gibt keine Finanzierung für entsprechende Ambitionen und deswegen müssen die Europäer sich entscheiden, ob sie nur reden wollen oder auch marschieren. Also handeln, wollte ich sagen. Mhm. Um das klarzustellen hier auf dem Podium, ja, der Heinrich-Böll-Stiftung. Es war eine missglückte Übersetzung von talking the talk and walking the walk. Ja? Okay, jetzt die letzte Frage, die geht nochmal ober, Herr Rudischhauser, ob das also die Trittin-Frage, ob das zwangsläufig auf den Konflikt rausläuft. Meines Erachtens nein. Ich halte die Position, diesen Vergleich, den Trittin macht mit dem Deutschen Kaiserreich und seinem Kampf und den Platz an der Sonne, halte ich für falsch. Und zwar, weil die historischen Umstände völlig andere sind. Das Kaiserreich kämpfte um den Platz an der Sonne zu einer Zeit, in der die internationale Ordnung eine multipolare war. Die großen Mächte haben versucht, sich Hinterhöfe zu organisieren, und wenn die Hinterhöfe aneinander anstießen, dann musste man zum Krieg greifen. Und die einzige Form, in der eine aufsteigende Macht und eine dominierende Macht miteinander aushandeln konnten, wer welche Rolle in Zukunft spielen soll, war der Krieg. Wir leben heute in einer anderen Welt, in einer Welt, die geprägt ist seit 70 Jahren durch Multilateralismus. In einer Welt, die ohne es jederzeit zu erfüllen, von dem Prinzip der Herrschaft des Rechts auch in den internationalen Beziehungen geprägt ist. Und die einzige Ablösung einer führenden Macht durch eine andere führende Macht, die ohne Krieg zustande kam, war die zwischen Großbritannien und den USA. Und das hat nicht wenig damit zu tun, dass es 2 Demokratien waren, die beide multilateral miteinander verbunden waren. Und ich kann mir eben vorstellen, dass dieser Konflikt zwischen den USA und China auf einen Krieg hinaustreiben würde, wenn es nicht gelänge, die multilaterale Ordnung zu verteidigen. Wenn alles nur noch untergeordnet wird der Frage, welche der Supermächte am Schluss die superste ist. Wenn es aber gelingt, die multilaterale Ordnung zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass andere Akteure auch eine Rolle spielen und dass Regeln nicht einfach nach Willen gebrochen werden können. Ich habe vorhin gesagt, die chinesische Position scheint mir zu sein, Multilateralismus soweit unbedingt nötig und ansonsten machen wir, was wir wollen. Also sorgen wir dafür, dass es für sie auch nötig bleibt, multilateral zu handeln. Vielen Dank, Jochi. Vielen Dank, Rory Metcalf. Vielen Dank, Reinhard Bütikofer. Wir haben versucht,
ein ziemlich komplexes Feld in den Griff zu bekommen. Und Sie sehen meinen entschuldigenden Blick. Es ist meine Verantwortung, dass wir das nicht in der Zeit geschafft haben, in der wir das eigentlich schaffen wollen. Aber Sie haben alle gesehen, wir haben versucht, auf ziemlich tektonische Veränderungen in einer Region erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was da passiert. Und dann haben wir versucht, unterschiedliche Perspektiven darauf, eine chinesische und eine europäische, die ja an sich schon komplex genug ist, darauf zuzulassen. Insofern ist das jetzt die Startrampe, mit der wir erstmal in die Pause gehen und dann in das weitere Podium. Herzlichen Dank auch für Ihre Fragen und für Ihr Engagement. Und es geht in der zweiten Runde dann weiter mit Giorgio in der Frage regionaler Aufrüstung und der nuklearen Weiterverbreitung. Was machen wir eigentlich damit? Vielen Dank. Thank you very much. Thank you.